Die Lungenklinik HEMA. Luft zum Atmen, Hauch des Lebens. Die Abteilung für Thoraxchirurgie der Lungenklinik HEMA ist auf operative Eingriffe bei Erkrankungen im Brustkorb und hier besonders der Lunge spezialisiert. Sie ist zentraler Bestandteil dieser deutschlandweit renommierten Fachklinik. Sieht ja so aus, als ob der Tumor endobronchial bis in den Zwischenbronchus wächst. Um derartige Erkrankungen optimal behandeln zu können, ist das Konzept ganzheitlich ausgerichtet. Komplettes Staging ist auch auswärts gelaufen. Wir würden gerne aber noch PCT-Untersuchung durchführen. Hightech-Medizin wird hier mit einem umfangreichen Betreuungsangebot verknüpft. Vor jeder Therapie steht eine eingehende Diagnostik. In der Lungenklinik stehen dafür modernste bildgebende Verfahren von der Computertomographie bis zum MRT zur Verfügung. Ein Team von Radiologen mit hohem Spezialisierungsgrad bei der Beurteilung gerade dieser Region des Körpers. Ergänzt wird diese Bildgebung durch die Möglichkeit, den Brustkorb endoskopisch zu untersuchen und Gewebeproben zu entnehmen. Minimalinvasiv und auch hier durchgeführt von einem Spezialistenteam. Alle Eingriffe werden zunächst unter den Operateuren ausführlich diskutiert. Auf jeden Fall müssen wir noch die Lymphadenektomie mitmachen, weil die singuläre Metastase doch einen guten kurativen Ansatz hat. Und dann natürlich mit dem einzelnen Patienten intensiv diskutiert. Denn die Orientierung am einzelnen Menschen und das Eingehen auf Ängste und auch Wünsche der Patienten ist Teil der ganzheitlichen Behandlungskonzeption. Wie lange ist denn der Krankenhausaufenthalt dann für mich? Wenn es glatt läuft, 3 bis 5 Tage. Keine Anonymität wie in Großkliniken, sondern eine persönliche Betreuung durch die Teams der Klinik. Da bin ich erleichtert, ja, das ist gut. Diese Patientenorientierung bezieht sich auch auf den Einsatz von operativen Verfahren. Wo immer möglich, können den Patienten sogenannte minimalinvasive und damit schonende Techniken angeboten werden. Zum Leistungsspektrum der Abteilung gehört neben der Behandlung von entzündlichen Veränderungen und Verletzungen im Brustraum vor allem die Therapie des Lungenkarzinoms. Gerade bei der Behandlung von Patienten mit dieser Erkrankung spielt die Abstimmung einzelner Therapieschritte eine zentrale Rolle. In den täglichen Tumorkonferenzen legen die Chirurgen gemeinsam mit Onkologen, Strahlenmedizinern, aber auch Physiotherapeuten und vielen anderen Bereichen die optimale Behandlungsstrategie fest. Eine interdisziplinäre Strategie, die die Pflege und auch die Intensivmedizin gerade in den ersten Tagen nach Operationen einbezieht. Für die anschließende Betreuung steht der Abteilung eine neu eingerichtete, komfortable Station mit hellen und geräumigen Zimmern zur Verfügung. Wie fühlen Sie sich? Ach, ich fühle mich noch ein bisschen schlapp, muss ich sagen, aber ich hoffe, das wird von Tag zu Tag besser. Ein Ambiente, in dem die schnelle Mobilisierung der Patienten im Vordergrund steht. Und auch hier kooperiert ein Team aus Pflege und Physiotherapie Hand in Hand. Durch die Nase mäßig tief einatmen, über die Lippenbremse ausatmen. Sie alle werden ergänzt um einen Sozialdienst, der einen reibungslosen Übergang in eine ambulante Weiterbehandlung gewährleistet. Mit der Anwendung minimalinvasiver Operationstechniken gelingt es uns, Patienten mit weniger Beschwerden schneller wieder auf die Beine zu bringen und insgesamt die Beschwerden nach einer Operation zu minimieren. Gleichzeitig behalten wir den Patienten als Ganzes im Auge und bieten ihm und seinen Angehörigen jede notwendige Unterstützung, um sich von seiner Erkrankung bestmöglich zu erholen. Die Lungenklinik HEMA. Modernste Medizin und eine Philosophie, die den einzelnen Patienten in den Mittelpunkt stellt. Engagement, Professionalität und eine ganzheitliche Behandlung. Die Lungenklinik HEMA. Luft zum Atmen, Hauch des Lebens.